Willkommen bei Übung der Woche. Diese Übung kannst du gerne mit SchülerInnen, KollegInnen oder zu Hause mit der Familie spielen. Es ist ein Klassiker inzwischen in der Theaterpädagogik. Die Aufgabe ist es, zwei Gruppen zu machen. Die Gruppen stehen sich gegenüber. Die Aufgabe ist es, zu gewinnen als Gruppe. Gewinnen kann man auf zwei Arten und Weisen. Die erste Art und Weise, einer aus der Gruppe muss über die Linie von der gegenüberliegenden Seite kommen, also von der anderen Gruppe. Zweite Art und Weise, wie man gewinnen kann, ein Spieler von einer Seite oder alle Spieler spielen die andere alle weg, also die ganze Gruppe wird weggespielt. Ich erkläre gleich, wie das geht. Das Spiel geht dann los und die Spieler haben die Aufgabe, nacheinander kleine Hüpfer zu machen. Wichtig, mit geschlossenen Beinen hüpfen. Sie dürfen also die Beine nicht auseinander haben. Ich sage immer, wenn ich als Spielleiter über die Hälfte meines Fußes durch deine Beine kriege, dann bist du raus. Ja, dann spielst du nicht mehr mit. Wichtig, es darf nur nach vorne, nach links, rechts oder diagonal gehüpft werden. Also nicht nach hinten. Wer nach hinten gehüpft wird, ist man auch raus. Auch wichtig bei der Übung, es darf nicht geredet werden. Das heißt, die Verabredungen, die getroffen werden müssen, dürfen nur mit dem Körper und der Mimik gemacht werden. Nacheinander hüpfen die Spieler, ja, und hüpfen durch den Raum. Jetzt kommt es, durch mit der Hand auf jemand anders zu tapsen, kannst du jemanden rausspielen. Nur derjenige, der am Zug ist, also die Gruppe, die am Zug ist, die gesprungen hat, die darf dann mit der Hand andere aus dem anderen Team rausholen. So spielt man das Spiel nach und nach, Zug am Zug. Und die Gruppe, die als erstes geschafft hat, an die andere Seite zu kommen, und es reicht, wenn ein Spieler das macht oder alle anderen weggespielt hat von der anderen Seite, die haben gewonnen. Es hört sich kompliziert an, hört euch das Video gerne noch zweimal an. Es ist ein Megaspiel, es ist ein Knaller. Mach es unbedingt, schön, um die Gruppendynamik zu stärken. Viel Spaß!